So, wir befinden uns in Markart und manche würden uns wahrscheinlich schon wittern, wir holen uns heute den Streitkolben von Molag Bal. Dafür sind wir hier gerade in Markart angekommen, hier am Haupttor beim Marktplatz und laufen gerade diesen Weg hier hoch. Und dort sehen wir schon ein Gespräch von zwei Personen, das wir gleich mal Wisst belauschen also werden. nichts über dieses Haus? Nein. Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Seltsame Lichter oder ungewöhnliche Geräusche? Es ist verlassen und das war schon immer. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Nein, habe ich nicht. Offenbar hat das niemand in der Stadt. Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Und gerade bei dem Wort Daedric werden unsere Ohren ganz spitz und deswegen sagen wir auch, dass wir ihm Ich helfen wollte wollen. eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Auf Man weiß geht's. nie, was einen erwartet. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Was er wohl gerade hört. Oh, Truhe. Na, perfekt. Das ist es. Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf den Grund. Ah, ich sehe Geldbeutel, der ist hier im Haus. Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Okay. Stendars Gnade. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Also voll wie bei Ghostbusters. Ghostbusters. Du siehst mich nicht, ne? Ich bin unsichtbar. Und du bist tot. Ja. Eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche. Sehr schön. Weiter unten. Ja, du, ich bin ja eigentlich schon ziemlich bedient mit der Belohnung, also. Alles gut, kein Stress. Ich nehme erstmal hier alles mit. Da soll man immer sagen, 500 Gewicht braucht kein Mensch. Ich brauche das. Ich brauche das ganz doll für mein Seelenheil. 500 Traglast ist für mich essentiell notwendig. Gib mir alles. Was haben wir noch Schönes? Ja gut, das brauche ich jetzt nicht für mein Leben. Aha, mir ist. Haben wir gerade den C gestoßen oder was war das? Naja. Fasanenbrust, gib mich Kartoffel. Kartoffel. Oh, Bratkartoffeln. Oh, gegrillter Lauch. Oh, ich werde mir alles einverleiben. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Ein Ballstellchen. Komm, Geld. Gib Geld. Da hüpft der Charakter schon vor Freude, weil er Geld haben will. Na, was ist das hier? 44 Gold. Das lohnt sich doch schon für die 40 Gold. Macht man das doch gerne. Wie viel Traglast haben wir noch? Ach, easy. Na, so langsam wird's doch. Aha, sehr gut. Hier haben wir sonst nichts. Da und da. Da.
Ach, schön. Sache, 500 Traglast, das ist das einzig Wahre. Du kannst einstecken, was du willst, musst dir keine Gedanken machen. Dass irgendwas sein könnte, was sie behindert. Weiter, tiefer in die Eingeweide. Ich würde bei einem Haus nie sagen, in die Eingeweide, aber ich meine, hey, ne? Wer bin ich denn schon? Honigpulvers. Aha. Na, da geht's schon weiter. Metfass, Metfass. Sehe schon, unser dänischer Das Fürst hat hier war sehr viele knapp. Gelüste nach Met, ha? Euer Preis wartet auf euch. Schön. Ah, guck mal hier. Alles klar. Quest beendet. Wir haben den Streikholm gefunden. Und wir wissen ja, hier kommt es gleich eine ganz miese Falle. Wir könnten bestimmt den Ausdruck tricksen, indem wir uns jetzt einfach hier hinstellen und dann den Kolben nehmen. Tja, oder auch Glaubt ihr nicht. wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen würde euch so einfach belohnen? Eigentlich schon. Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Ein Streitkolben, er ist verrostet. Verrostet, vertrocknet. Früher tropfte das Blut der Schwächlichen und Minderwertigen nur so von diesem Streitkolben herunter. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boethia hatte ihren Priester angewiesen, ihn zu entweihen. Ihn verrotten zu lassen. Bis ihr kommt. Ja. Wollt ihr Rache am Poetchen nehmen? Rache? Nein. Ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Jo, kriegen wir hin. Er kommt, um Boethias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Klingt nach einem Plan. So, jetzt wird hier gleich auf der Karte ein Punkt markiert, wo eben auch dieser Priester von Boethia zu finden sein wird. Das wird irgendein Lager sein. Das ist im Prinzip total random, ist bei jedem anders. Da müsst ihr einfach gucken, was für ein Lager ihr habt. Also ihr könnt Glück haben, dass ihr ein kleines übersichtliches Lager habt, wo ihr schon öfter mal wart. Stehender Strom, irgendwas so in der Richtung. Mal schauen, wo ich jetzt rauskommen werde. Muss ich jetzt durch die Quest erstmal auswählen. Quest, da, Priester von Boethia. Auf Karte anzeigen. Ja, natürlich hier wieder mittendrin. Aber wir gehen mal hier kurz zur Höhle des verlorenen Echos und können wir uns dann von da den Berg hoch sneaken. Das sollte nicht so schwer sein. So, wir müssen also in diese Richtung. Ne, in diese Richtung. Alles klar. Okay. Wir haben schon mal ein Gebäude, das wir entdecken können. Fürs nächste Mal, wo wir einen neuen Schrei lernen werden. Wurde natürlich schon entdeckt. Ganz fleißig. Dann machen wir das auch noch schnell weg. Na komm. Nee, hier drüben, ne? Hast du was im Gesicht? So. Danke dir. Hier unten wäre auch noch was Feines. Danke, danke.
So, wir laufen erstmal weiter. Lass uns nicht zu schnell aufhalten. So, hallo Fuchsi. Das ist hier der Ort, den ich vermute. Aua. Ah, ist ja gut jetzt. So, nochmal. Ja, das ist der Ort der Abgeschworenen. Hab's mir fast schon gedacht. Kommen Sie runter, junger Mann. Können Sie rausgucken? Na, ah, natürlich. Ja. Schlaf schön. Wir verstecken uns mal kurz. Because Hexenrabe. Ja, ja. Ich dachte mir schon gleich, dass du kommst. Ah, okay, ist noch kein Hexenrabe. Das hat sie also nicht gehört. So, fall den Fuß rein. Tödlich wie irgendwie. So, das Gewicht ist gleich voll. Ja, genau jetzt nämlich. Dann stopfe ich mal ein bisschen was in sie rein. So. Was kann ich da noch geben? Das kann ich dir geben. Ansonsten. Das werde ich wieder anziehen. Ja. Hast du noch ein bisschen Geld dabei vielleicht? Das nehme ich gerne mit, das nehme ich gerne mit. Das auch. So, Lö Hexenrabe. So, komischer Hexenrabe. So, schon besser. Dankeschön, ein Herz. Damit haben wir schon viel entdeckt und können eigentlich schon wieder weitermachen. Gucken wir hier gerade noch, da sind noch zwei Trecker. Zack, zack, zack. Ah, die Elfenaxt. Hat einen guten Verkaufspreis, aber gerade zu schwer leider. Mit 24 Kilo packen wir nicht. Packen wir nicht. Oh, schlimm. Ich gehe mal kurz mit dem Inventar ausleeren, bin gleich wieder da. So, mit einem frisch geleerten Inventar geht es auch schon weiter. Wir haben jetzt eine Tragkraft von 66. Das heißt, wir können jetzt hier alles mitnehmen. Dann würde ich sagen, nichts wie rein da. So. Druckplatte, Vorsicht. So, ich glaube, da vorne beim Lagerfeuer stehen schon mal zwei. Genau. Lass mal den. Weil der andere braucht noch Zeit, um aufzustehen. Ah, er war sehr schnell auf dem Bein. Aber auch das kriegen wir gut hin. Okay, er bleibt nicht stehen, schade. Jetzt. Sehr schön. Der nächste kommt auch gleich noch. Ich schieße mal dagegen, dass er mal dahin läuft. Hat ihn jetzt nicht so sehr interessiert. Gucken gerade mal, was es noch hier unten gibt. Ja, ja, was? Ah, okay, hier ist noch ein... Ja, drei Gold.
Ne? Haben oder nicht haben. Hier oben geht es auch nicht mehr weiter. Auch wunderschön hier gemacht mit den Eiszapfen. Okay. Ah. So. Dann haben wir den auch weg. Dann passt es doch super. So. Oh. Ja, du bist sehr schlau, ne? Erst die Falle anmachen und selber reinlatschen. So. Alles klar. Vielen Dank dafür. Hast du super gemacht, die Falle. War. Ja, war gut gemacht. Geschichtliches Buch brauchen wir nicht. Ah, hier ist jetzt wieder das mit diesen Magiefallen. Den nehme ich natürlich gerne mit. Auch 3 Gold nehme ich gerne mit. Und alles klar. Gut. So, wir haben jetzt auch die Elfenpfeile ausgerüstet, weil die halt ein bisschen mehr Schaden machen. Dachte ich mir, macht auf jeden Fall einfacher hier durchzukommen, was man auch gut merkt. Ist auch blöd hier zu schlafen, gleich hinten so eine Leiche dran. Wäre jetzt nichts für mich. Aber gut, müssen die wissen. Das muss doch stinken, wie Sau. So, ah, Schlüssel, perfekt. Hier ist nichts. Da ist noch ein Briefchen. Ja, okay, also einfach nur eine Rechtfertigung, dass man für faul gehalten wird, aber sagen möchte, man ist nicht faul, sondern man ist daran zu arbeiten, dass Reach bald wieder den Abgeschworenen gehört. Okay. So, aufpassen mit der Falle. Schwuppdi. Okay. Was ist das? Na, Handwilmerschwert. Sehr schön. Kann man gut verkaufen. Oh, Falle. Nehme ich sehr gern mit. Okay. Dann Dankeschön. Noch Dankeschön dafür. Schön, wenn man einfach alles so einsammeln kann. Das macht es viel einfacher. Ha. Wie konnte das nicht treffen? Ja, das ist mal ganz ehrlich. Auch vor das Knie. So. Muss ich jetzt nicht verstehen, wie das nicht treffen konnte. Aber nun gut. Wahnsinn von Reach. Schön, dass ihr so ein Buch liest. Dann weiß man gleich, was für einen Ruf man weg hat. So, ah, genau. Ich bin gesundheitlich noch ein bisschen angekratzt, also nicht wundern. Hab so gerade so ein bisschen Probleme mit dem Magen. Deswegen schlürfe ich gerade nebenbei so ein bisschen meinen Tee. Lasst euch davon nicht stören. Und wir kriegen das auch so ganz gut hin. Na, ich werde gerade weg. Gute Nacht. So, jetzt laufen sie alle dahin. Hm.
Ja, sei ja. Schlaf schön. Schöner Herztreffer. Der nächste kommt jetzt runter. Den schnappen wir uns auch noch gerade. Da kommt er schon. Sehr gut. Okay, dann sneaken wir uns mal weiter unseren Weg hier durch. Ja, kommt ruhig, ja, alles gut. Wir müssen das Geschleiche ein bisschen beschleunigen. Okay, bevor wir jetzt die ganze reingehen, wollte ich euch gerne noch was zeigen. Nämlich. Angelzubehör. Nee, was ich meinte, war eigentlich hier drüben. Nämlich hier ganz hinten am Flussende findet ihr noch einen toten Eistroll und noch eine schöne Truhe. Also wenn ihr noch ein bisschen Geld braucht, dürft ihr euch gerne da bedienen. Ist auch nur auf Lehrling, das heißt, ihr müsst auch schnell aufgehen. Tada! Und 38 Gold ist nicht zu verachten. Nirnwurz, kann man auch mitnehmen. Habe ich dich. So, wenn ihr ein bisschen sneakiger unterwegs sein wollt, könnt ihr auch gerne euch durch den Fluss hier durchschleichen und dann hier diese Tür öffnen. Ist halt auf Meister. Da muss man gucken, dass man entweder sehr viele Dietriche dabei hat, viel Geduld mit dabei hat. Na? Dann könnt ihr euch eigentlich super von diesem Tower aus auch schon durchsneaken. Man hat einen super Überblick über die Map oder so, also über das Gebiet, dass ihr einfach dann die Leute wegholen könnt mit ein paar gezielten Schüssen. Hier ist keiner. Dankeschön. Soweit nichts mehr. So. So weit, so ruhig. Ich weiß, im Tower hockt noch einer am Tisch. Und da vorne müssen wir halt hin, weil da oben in den Hütten ist dann dieser Priester, den wir befreien müssen. Deswegen jetzt einmal kurz hier rein. Sehr schön. Okay, mal kurz gucken, oben, ob noch was ist. Vom Gold her, Truhe. Oh, mächtiger Edelstein. Ein mächtiger Seelenstein, den nehmt ihr natürlich gern mit. Oder großer eher. Aber ich glaube, da könnte was Mächtiges reinpassen. Okay, weiter. So, wer hat hier wen? So, gucken wir mal hier durch, die ganzen Hütchen. Zu essen haben sie auch nicht mehr viel dabei. Ich danke dir. Seelenstein. Anfälligkeit für Magie und Elfenpfeil. Perfekt.
So, da ist der Dornheads-Typ. Wir können natürlich jetzt den Trick machen, dass wir uns dann an den Rand schleichen und das Dornherz einfach aus ihm rausklauen. Mal kurz in Third Person, wo er ist. Da ist er, perfekt. Und er ist tot. Perfekt. Also besser hätte es nicht laufen können. Das war genial, dass er sich genau hier hingesetzt hat. So, und kommt, wir sind schon wieder voll. Oh Mann, ey. Warum ist der Bogen auch so schwer? So, weg damit. So, Dankeschön. Und gleich. Erstmal hier die wichtigen Sachen. Ah, Tränkchen nehme ich auch gerne mit. Was haben wir hier noch? Ein blödes Schild? Nö. Na. Okay. Jetzt. Guten Tag. Ihr da, seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Naja, mächtig, weiß ich nicht. Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Na, Boethia. Die dunkle Herrin? Euch geschickt? Und jetzt erzählt mir noch mal den von dem Troll, der kleinen Jungen und Mädchen Geschenke macht. Gut. Gut, ich werde keine Fragen stellen. Schneidet mich los. Endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. So, dann gehen wir jetzt zum verlassenen Haus. Ich würde gerne kurz da oben den Bereich freischalten, dass ich mich dahin teleportieren kann. Haben wir? Sehr gut. So, die Sache ist, da oben gibt es noch ein kleines Geschenk, was ich mir gerne holen würde. Ich glaube, man muss von da oben rüber. Machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oder würde ich vielleicht mich doch hier hochjumpen? Man kennt ja natürlich das Springen an Klippen hier in Skyrim. Aha, perfekt. Nämlich hier drüben gibt es ein paar richtig schöne Stiefel, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Da sind sie auch nämlich schon. Weidmanns Huld. Und die Stiefel sind recht besonders sogar. Ich kann euch nur nicht sagen, wer Wish Weidmann ist, aber der Träger kann sich lautlos bewegen und regeneriert sich 1% schneller. Nicht ideal, aber das lautlos Bewegen ist halt schon richtig cool, ne? Von daher gerne hier abholen zwischen Hexenende und Wolfskicke. Da muss einfach in die Tiefenwaldschanze reingehen und hier reinkommen. Expertenschlösser. Komm. Ja. Sehr schön. Okay. Ja. Mist. Hopp, jetzt passt es. Okay, der alte Mann ist befreit, deswegen jetzt auf nach Markart. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, so offen, sehr gut. Ich würde schnell ein paar Sachen verkaufen, weil wenn wir jetzt den Streitkolben vom Molag Bal Oder? bekommen, sind wir direkt wieder voll. Auf, komm ran. Dieser Service hier ist echt unterirdisch. Nein, ich bin nicht. Werft einen Blick darauf. So. Da hast du ein paar Sachen. Was haben die Pfeile für Schaden? 7. Ja, kein Wunder, dass die abgesprochen nichts reißen können.
Ja. Nee. Ja. So, alles Ihr klar. könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr etwas benötigt. Ja, bei dem Service sowieso nicht. Also, ich bitte dich. So, verlassenes Haus. Guten Tag. Gehen Sie voran, junger Mann. Sie machen das schon gut. Poetias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Was? Ihr? Sterblicher. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Sehr schön. Zermalmt Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Yeah. Schlagt euch richtig zu, Meister! Ich werde mich nie ergeben! Schlagt euch richtig zu, Monster! Schlagt euch richtig zu, Ihr Sterblichen und eurer zerbrechlichen Leichen lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Werdet ihr fallen? Ich werde mich aufhören. Aufhören. Ich ergebe mich, Bolagbal. Ich ergebe mich. Ihr wollt euch mir beugen? Ja! Ihr wollt mir eure Seele überlassen. Ja. Ihr wollt der schwachen und bedauernswerten Moetia abschwören. Ja. Jetzt gehört ihr mir, Logrolf. Tötet ihn. Soll ein ihm sein. So, schön. Der Streitkolben von Mulagbar. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterblicher. Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Hab Dank, Fürst Mulagbar. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus. Dankeschön. So, der Streitkolben von Mulagbal. Das Problem ist halt mit diesem Streitkolben, er hat schon einen gewissen Nachteil. Er hat halt einen riesen Teil vom Blickfeld, das er in Anspruch nimmt. Ne? Ich glaube, das könnt ihr auch ganz gut sehen. Also auf der rechten Hälfte vom Gesichtsfeld fast schon blind. Ne, man muss ihn halt immer sehr wegstecken, dass man irgendwas noch sehen kann, weil er braucht halt echt viel Platz. Auch vom Schaden her ist es der Streitkolben von Mulagbal jetzt nicht das Beste auf der Welt. Muss man leider ehrlich sagen. Ihr würdet aber, wenn ihr ihn verkauft, einen guten Preis dafür erzielen. Das kann man auf jeden Fall so benennen. Ich finde es auch schön, die ganzen Details, die hier dabei sind. Ne? Auch das Gesicht von Mulagbal mit dabei. Und diese Waffe ist halt schon sehr geschichtsträchtig, ne? Weil ihr habt sie damals auch in Oblivion bekommen oder auch in Morrowind. Also diese Waffe ist bei Elder Scrolls schon sehr, sehr lange mit dabei. Deswegen auch wieder ein schönes strategisches Artefakt, das wir uns jetzt gesichert haben. Und wir bringen es uns jetzt mal schnell in unsere Ruhmeshalle. Ins Haus Seeblick. Noch ein kleiner Schluck Tee. So.
weiteres Stück für unsere Sammlung. Der Bade hier ist fleißig am Klimpern. Der Dämmerbrecher hebt wieder ab, das ist auch schön. Und so. Damit haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Artefakte von 16. Wir sind also gut dabei. Und bei der Rüstung haben wir auch den Ring von Hesine mit dabei. Also wir sehen, wir haben ja auch beide Artefakte gleich mit dabei. In der Puppe. Mal schauen, was wir noch reinstecken können. Ich denke mal, wahrscheinlich für den Ebenerzharnisch werde ich dann noch eine andere Puppe freiräumen müssen. Wahrscheinlich die hier. Das räume ich dann darüber zu einer anderen, dass wir hier eine dietrische Ecke machen können. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es aussehen wird. Dann bei der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne, wenn euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten dietrischen Artefakt bei Skyrim. Ciao, ciao.